die meisten Beziehungen, die wir heutzutage haben und erleben, die werden mit völlig falschen Voraussetzungen geschlossen. Also man geht in eine Beziehung mit einer völlig irrsinnigen fast Erwartungshaltung und Voraussetzung, weil es geht im Grunde genommen darum, dass ich jemanden finde, weil ich an diesen Beziehungsirrtum glaube, ich brauche jemanden, um glücklich zu sein. Dieses Brauchen rührt her aus der Kindheit, die Phase, wo wir extrem abhängig waren. Als Kinder konnten wir uns nicht selber nähren, wie auch immer, weder stofflich noch feinstofflich. Wir sind hierher gekommen als Wesen voller Liebe, und so geht auch, wenn man so in die Aura eines Babys guckt oder auch so ins Kleinkind guckt, dann ist das sehr schön, was man da sieht. Das ist bewegend. Also die meisten Menschen, die finden das immer ganz, die gucken, oh, guck mal, knuddelig aus, das ist süß, ne? So ein süßes, süßes, süßes Baby, ne? Und wenn das Baby dann so 4, 5 ist und die erste Tortur des du bist falsch und sei leise und sei still und hör auf zu brüllen und dies und das schon durch hat, dann merkt man, dass dieses energetische Geflecht Baby schon nicht mehr so schön ist. Also bei so einem 5-Jährigen kommt man schon weniger selten auf die Idee zu sagen, es ist aber knuddelig, ne? Und wenn der dann 35 ist, erlebt man das eigentlich gar nicht mehr. Ne? Kommt ja keiner morgens in die Firma rein und sagt, Mensch, du bist ja knuddelig heute Morgen, ich hab dich ja so lieb. Ne? Das existiert dann gar nicht mehr, es ist steif geworden, es ist starr geworden. Und das hat was damit zu tun, dass wir uns immer mehr entlieben sozusagen, dass wir diesen normalen Hunger, den wir mitbringen hier in dieses Leben, nicht gestillt bekommen. Kaum, also fast gar kein Kind wächst auf mit den Worten, du bist genau richtig, wie du bist. Und oh, schön, dass du schreist. Ah, oh, du kannst dich ausdrücken. Super. Die meisten Eltern versuchen, den Knopf zu finden, wo man das Ding wieder ausschaltet. Ja. Und das spürt natürlich jedes kleine Menschenkind, dass dieser Knopf gesucht wird an ihm. Und merkt immer mehr, dass es falsch ist. Es ist falsch, wenn es, ja, die Mädchen waren zum Beispiel besonders falsch, wenn sie wütend wurden oder wenn sie sich schmutzig gemacht haben. Das geht gar nicht. Die Jungs waren falsch, wenn sie Gefühle gezeigt haben, womöglich geweint haben oder Angst hatten. Also heute noch ist es für die meisten Männer ein Unding. Also bei mir wurde das ausgehebelt durch starke Panikstörungen. Aber ansonsten davor kannte ich keine Angst. Gab es in meinem Leben nicht. Das war ausgehebelt. Und das ist bei den meisten Menschen so. Es ist vollkommen ausgehebelt. Das ist diese Antenne ist einfach mal abgebrochen und dann nach innen geschlagen sozusagen. Angst darf nicht sein. Weil wir als Kinder permanent signalisiert bekommen haben, wenn wir diese Gefühle, die ganz normal sind übrigens, ja, Scham, Schuld, Angst, Wut, diese ganzen Dinge, wenn wir diese Gefühle fühlen, dann werden wir nicht geliebt. So, und jetzt beginnt die Heuchlerei, jetzt beginnt der Deal. Das Kind ist ja nicht doof, ist ein kleiner Schöpfer, ist ein kleiner Gott. Dieses Kind überlegt sich, Moment, wenn ich so nicht geliebt werde, dann gucken wir mal, was braucht Mama, was braucht Papa, was wollen die von mir sehen, in welche Rolle soll ich schlüpfen, wie soll ich mich verbiegen, was soll ich vorheucheln, damit ich das bekomme, was ich brauche, zumindest ein bisschen. Erschreckend ist, dass es sogar dann viele nicht wirklich bekommen haben. Noch erschreckender ist es, dass es viele genau dadurch bekommen haben. Weil dadurch haben wir eins gelernt, so wie mein Hund. Ja? Wir haben ganz genau gelernt, wie wir zu funktionieren haben, damit wir Liebe bekommen. Nur mit Liebe hat es gar nichts zu tun. Wir haben damals schon die Handelsbeziehung eröffnet. Mama, was brauchst du von mir, damit ich das von dir kriege? Und das geht so weiter, ne? Im Leben des Mannes dann. Ne? Frau, was kann ich dir geben, ne? Damit du mir das gibst, was ich brauche? Die Frauen, die jungen Mädels, die haben sehr viel gelernt, dass sie lieb sind, gut funktionieren, mithelfen, ja, so diese Sachen. Und das sind sie dann oftmals auch in der Ehe oder in der Beziehung später, gut funktionierend.
umzingeln wie gestört ihren Mann mit Dienstleistungen und sitzen dann irgendwann mal bei mir unten im Büro und sagen zu mir, ich verstehe das nicht, ich habe jetzt 20 Jahre lang hier gegeben, ich will auch was haben. Kennt ihr das? Nur, ich habe gegeben, um was zu bekommen. Ich habe gar kein Anrecht, etwas zurückzubekommen, weil es eine Heuchlerei war ein Deal. Ich finde es immer so schön, wenn ich auf die Idee komme, mit Lilian, und es kommen so alte Strukturen mal hoch, wo ich so merke, da will sowas manipulieren, da will sowas was haben und so weiter. Und ich mache dann was und ich reg mich dann auf, wenn dann nicht die Antwort kommt oder dass die passende Rückerwartung erfüllt wird. Dann guckt sie mich immer an und sagt, also du weißt doch, wenn du es nicht tun willst, dann lass es einfach. Ich habe mir da mal einen Meister gesucht. Und das ist dann schön, weil dann wird mir auch wieder bewusst, ja sag mal, hast du das eigentlich nicht aus vollem Herzen mit freien Stücken gemacht? Doch eigentlich schon, aber du wolltest trotzdem was haben dafür. Und das ist sehr wichtig in Beziehungen, in Partnerbeziehungen, diese Reflexion zu forcieren, um zu gucken und zu erkennen, was will man eigentlich haben von dem anderen. Und die meisten Menschen gehen in Beziehungen, weil man was haben will. Die wenigsten Menschen gehen in die Beziehung und sagen, hey, ich strotz vor Liebe, ich laufe total über, ich weiß gar nicht, wohin damit, ich bin sowas von endvoll mit Fülle, ich brauche nur jemanden, den ich überschütte damit der, ich halte es gar nicht aus, so geil geht es mir. Ja? Das ist, findet man eigentlich nicht. Ja? Und das ist einfach eine Voraussetzung, wie eine Beziehung beginnt, die definitiv nicht befriedigt werden kann, weil es gibt ein Gesetz der Resonanz. Und der was haben will, begegnet immer einem, der auch was haben will. Oder andersherum gesagt, Osho hat das mal sehr, sehr schön gesagt, wenn zwei Bettler sich begegnen, dann gibt es keine Addition, sondern eine Multiplikation. Da steht man dann irgendwann mal da und sagt, ja, wie, ich dachte, du machst mich glücklich. Ja, wieso, ich dachte, du machst mich glücklich. Ja, scheiße, da sind wir beide arm dran. Ne? Keiner macht dir keinen glücklich. Ne? Also, glücklich machen in Beziehungen ist eine totale Illusion. Wir haben diese Illusion haben wir geraubt und wir wurden auch damit genährt in mindestens 3 Millionen Songs auf dieser Welt, in mindestens 5 Millionen bescheuerten Spielfilmen, die uns einen romantischen Film von Liebe präsentieren, der nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Es ist ein Irrsinn, ein Illusionstraum, der nichts mit dem zu tun hat, was wirklich passiert. Du findest das nirgendwo vor. Und trotzdem sind wir noch bereit, uns dieser Romantik immer wieder hinzugeben und glauben, wir müssen sie unbedingt haben. Und ich habe diese Gespräche schon oft also mit Frauen gehabt, die dann diese Romantik verteidigt haben. Aber ich will doch. Ist doch okay. Ich kann mich jederzeit für meine Illusionen entscheiden. Nur ich muss dann auch wissen, dass ich definitiv enttäuscht werde. Liebe hat nichts mit Romantik zu tun. Romantik ist eine Illusion, ist eine Traumwelt, in der ich glaube, dass alles gut sein wird. Alles er wird der einzige Mann. Und am besten im spirituellen Bereich findet man dann oft so Leute, die ihren Seelenpartner suchen. Unter 8 Milliarden Menschen oder 6 Milliarden Menschen suche ich meinen Seelenpartner. Hast echt die Arschlochkarte gezogen, wenn du den nicht findest. Ja, also es ist definitiv eine Illusion. Ja? Im Osten früher war es so üblich, dass Mann und Frau verheiratet wurden und im Laufe der Ehe haben sie sich lieben gelernt. Da war mehr Liebe nachher da, als es in diesen romantischen Chaosbeziehungen, die wir hier führen, vorhanden ist. Hier muss immer erst Liebe da sein, aber wir verstehen gar nicht, was Liebe ist. Das ist eine Begegnung, ein hormoneller Wahnsinn. Also erstmal steuern uns nur die Hormone. Ist euch schon mal bewusst geworden, dass wenn ihr verliebt seid, dann findet ihr ja alles an. Also wer hat ja das geilste Ohrläppchen, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und die Hammernase, dieser Wahnsinn, der Kerl oder die Frau, es ist abartig toll. Ja, ein halbes Jahr später ist das gar nicht mehr so toll. Ist ja auch schon mal passiert. Oder man trifft den, in dem man mal verliebt hat, 2 Jahre später wieder und denkt sich, ach du meine Güte, was ist denn dir da passiert? Gut, dass du jetzt Brillenträger bist. Ja? Also, das hat alles überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Das ist ein Verlieben, ein Abweichen von dem, worum es eigentlich geht. Und ein direktes sich Hinschmeißen seiner eigenen Sucht nach Befriedigung, die als Kind schon nicht befriedigt wurde. Und jemanden suchen, der einen jetzt nährt.
Also die meisten Männer suchen bis zu ihrem Tod die nährende Brust der Mutter. Definitiv. Ja? Und die meisten Frauen suchen den Halt und die Stabilität und die Kraft und die Sicherheit und die Geborgenheit des Vaters. Und nichts anderes. Und diese Riesensuche, sprich Sucht, wird auf einen anderen Menschen projiziert. Und deswegen sieht der so geil aus am Anfang. Es hat nichts mit Liebe zu tun. Das ist absoluter Irrsinn, absoluter Illusionswahnsinn, dem man sich natürlich gerne hingeben kann, jederzeit. Man kann auch weiterhin daran festhalten. Nur man wird eins erleben, dass es immer und immer und immer wieder enttäuscht, weil die Erwartungshaltung viel zu groß ist. Ich kann auch nicht hergehen und mir eine Frau suchen und sagen, du musst mich glücklich machen, du musst mich befriedigen, du musst alles das sein, was ich selber nicht hinkriege mit mir. Sei bitte perfekt. Gibt es eine schöne Geschichte von einem Mann, der auszog, der ein Leben lang die perfekte Frau gesucht hat. Und er war lange, lange, lange unterwegs. Lange unterwegs. Und nach 30 Jahren, ja, in einem fernen Land, trifft er die perfekte Frau für ihn. Das war absolut gigantisch. Also er hat etwas erlebt, was er niemals zuvor in seinem Leben erlebt hat. Und in einem Interview danach erzählt er, dass es für ihn fast der Untergang in seinem Leben war. Es war das Schrecklichste, was er je erlebt hat. Und er fragt, warum? Ja, weil sie hat mich verlassen. Ja, warum? Ja, sie hat den perfekten Mann gesucht. So etwas gibt es nicht. Es gibt keinen Perfektionismus und es gibt keine Illusion, es gibt nur die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass wir grundsätzlich immer völlig unterschiedliche Wesen sind. Komplett. Völlig unterschiedliche Welten. Und wer da eine Harmonie sucht oder eine Übereinstimmung sucht, wird immer wieder enttäuscht, weil es eine Erwartungshaltung ist, die es nicht zu erfüllen gilt. Dafür ist eine Beziehung gar nicht da. Eine Beziehung ist dafür da, um zu geben, um zu lieben. Und diese Liebe macht eine Scheißangst. Weil diese Liebe würde bedeuten, dass du alles, was du über dich denkst, aufgeben musst. Komplett. Die ganze Kontrolle, die das Ego aufgebaut hat, die Vorstellung von dem, was man will oder nicht will, müsste zerstört werden. Einmal komplett platt gemacht werden. Zertrümmert werden, weil es eine Illusionswelt ist. Und ich müsste bereit sein, mich jederzeit vollständig hinzugeben. Die Liebe ist das größte Risiko, was es gibt. Und so wie für das Gold zur Transformation des Goldes das Feuer da sein muss, so ist die Liebe die Transformation für den Menschen. Weil sie komplett alles zerstört, was du jemals über dich an Glaubenskonzept aufgebaut hast. Und umso echter eine Liebe wird, und da kann ich euch ein Lied singen von, umso mehr wird dieses Ego, was da ist, was Stolz aufbaut, was sich nicht am Anfang nicht zeigen will mit seiner Verletzlichkeit, was seine Stärke präsentieren will, was sich toll darstellen möchte, was Antworten hat auf die vielen Fragen des Universums, all das muss zerstört werden, weil wir diese Antworten gar nicht haben. Das Leben ist ein Mysterium, absolut. Und ohne Liebe ist es eigentlich nichts. Deswegen sind wir ein Leben lang auf der Suche danach. Es lohnt sich gar nicht ohne die, weil darum geht's genau. Weil das ist das, was wir jederzeit und immer wieder in uns suchen. Weil die Liebe ist die Brücke zu diesem Bewusstsein, dass wir nicht getrennt sind. Und wir werden uns auch immer in Trennung fühlen, solange diese Liebe nicht da ist. Ich werde nie das Gefühl haben, mit meiner Frau eins zu sein, wenn ich mich mit ihr streite über Dinge, die ich so sehe und sie so sieht. Und morgen kriege ich das alles wieder aufs Brot geschmiert, was ich gerade erzähle. Weißt du noch, was du gestern gesagt hast? Halt dich mal dran. Ein kluger Mann hat mal gesagt, man sollte immer das trainieren und das weitergeben, was man selbst am meisten lernen will. Und das tue ich, seitdem ich diese Arbeit tue. Und wenn ich hier sitze und diese Sachen sage, möchte ich ein für alle Mal und ganz, ganz eindrücklich sagen, nicht weil ich der Guru bin, der das alles lebt, sondern weil ich derjenige bin, der auf diesem Weg schon lange unterwegs ist und auch seine Tapser links und rechts hat und auch in seine Fettnäpfchen tritt. Und daraus hole ich auch diese Erfahrung, weil das ist Erfahrung, was ich hier sage, das ist nicht aus irgendeinem Buch. Die Liebe zu leben bedeutet, alles aufzugeben, was du jemals über dich dachtest und dich komplett hinzugeben in dieses Abenteuer, in diese Hingabe, in dieses Abenteuer, was dann passiert. Es ist die Transformation deines Lebens und deswegen suchen wir sie alle, weil wir uns da drin dann auflösen. Weil wer liebt, braucht nichts anderes mehr.
Da muss nichts mehr sein. Deswegen suchen wir sie so. Wir kennen das alle. Wir kennen alle den Moment, wo wir das Gefühl bekommen haben von einem anderen Menschen, dass er uns liebt. Da gab es nichts, was wichtig war sonst. Da musste man keinen Marathon gewinnen, man musste keine Karriere parallel machen, man musste keine Politik betreiben parallel, man musste nichts nebenbei machen. Das war genug. Und ich behaupte, all das, was wir sonst so machen, tun wir, weil wir auf der Suche sind und weil wir uns nicht wirklich trauen. Es ist ein Ersatz. Ein großer Ersatz für diesen Rausch, der eigentlich da ist, wenn wir eins werden. Und diese große Angst vor der wirklichen Liebe ist es, die uns so große Schwierigkeiten macht, uns wirklich einzulassen, weil wir haben sie nie gelernt. Wir sind großgezogen von Menschen, die auch genauso entliebt wurden. Und unsere Eltern haben in einer Generation gelebt, von allen hier. Da war so etwas wie wirklich liebevolles Miteinander noch viel mehr ein Fremdwort. Also wir sind Menschen aufgewachsen, Menschen, Wesen der Liebe, die aufgewachsen sind in einem Feld umgeben von Leere, Verzweiflung, Zerstörung und Ablehnung von allem, was Liebe betrifft. Und viele Menschen, die jetzt vielleicht zurückdenken und sagen, ja, aber ich wurde ja in den Arm genommen, ich wurde ja gekuschelt und dies und das, okay. Und heute sich vielleicht fragen, warum kann ich es denn nicht nehmen, warum kann ich es denn nicht genießen? Dann ist meine Antwort darauf, weil eben halt doch nicht alles so sauber war, wie es aussah. Und weil sie beschlossen haben, einen Deal zu machen. Und wenn jemand die Liebe, die er bekommt und das Glück, was er bekommt im Leben, nicht wirklich annehmen und inhalieren kann und sich daran auch auflösen kann, dann liegt das in aller Regel daran, dass er sich selber zutiefst hasst. Und ich glaube, ihr werdet in den nächsten Tagen feststellen, wie sehr ihr euch hasst. Die meisten Menschen hassen sich zutiefst. Wir haben nämlich beschlossen, uns zu hassen. Und was anderes bleibt auch so einem kleinen Kind gar nicht übrig. Wenn es permanent nur falsch ist, dann kriegt es irgendwann mal echten Hass auf sich selber. Mache ich eigentlich gar nichts richtig? Und ich kann mich schlecht hinstellen und sagen, hey, Vater, ich habe das Gefühl, ich mache hier gar nichts richtig. Lass uns mal in Ruhe darüber sprechen. Was ist eigentlich los? Warum behandelst du mich so lieblos? Wir schlucken das alles runter. In einer Zeit, wo wir gar nicht die Wahl haben, uns da zu wehren und vollständig abhängig sind, schlucken wir das runter und entwickeln Mechanismen. In meiner Sprache ausgedrückt, wir entwickeln innere Personen. Innere Personen, die uns dann ein Leben lang lenken und leiten, bis wir wieder hingehen und 4 Schritte tun. Der erste Schritt ist Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen für unser eigenes Geschehen, was wir kreieren jeden Tag. Das ist für die meisten Menschen schon ein Hammer. Sehr schwer. Verantwortung übernehmen bedeutet in meinem Auge alles. Also wenn Lilian jetzt um die Ecke kommt und schnauzt mich einfach an, aus heiterem Himmel, dann heißt das, mich zurückzunehmen, zu gucken, okay, womit hast du dir das jetzt kreiert? Was für ein Gefühl kommt da hoch dadurch? Jetzt sind wir beim nächsten Schritt. Das Gefühl, was durch das hochkommt, was das Leben euch zeigt, wieder fühlen. Darum geht es. Die meisten Beziehungen heute sind Beziehungen, die sich gegenseitig bedienen. Ein Feld bedient das andere Feld und sie drücken gegenseitig die Knöpfe und zerstören sich gegenseitig, indem sie dann auf diese Knöpfe mit Emotionen reagieren, der Ablehnung, der Unliebe. Anstatt zu sagen, hey Schatz, danke, das hat mir gerade richtig wehgetan, der Schmerz war schon vorher da, danke, dass du den Knopf gedrückt hast. Und der Schmerz war immer schon vorher da. Sonst hätte ich ja gar nicht die Resonanz mit jemandem, der den Knopf drückt. Der Schmerz ist alt, sehr alt. Und derjenige ist gerufen, die Geister, die ich rief, über das Magnetfeld, das wir aussenden, das Resonanzfeld, das wir aussenden. So kommen unsere Partner zu uns. Immer angezogen, gerufen. Und alles, was dann passiert, bräuchten wir nicht immer nur da sitzen und gucken, was macht es mit mir, was für ein Gefühl kommt hoch. Und es kommen viele unangenehme Gefühle hoch, wisst ihr alles. Also wenn man ein bisschen still ist mit sich und sie zulässt und sich nicht gleich wieder aufs Radl schwingt und losballert oder irgendein sonstiges Ego-Konzept erfüllt, was man so aus seiner, ja, das bin ich, so bin ich, das meine ich mit ich zerstören, ne? Zerstör alles, was du sonst tust und bleib einfach da sitzen, atmen und fühlen. Und das ist zutiefst schrecklich für viele Menschen. Um Gottes Willen. Jetzt muss ich was machen. Ich muss arbeiten gehen, Werkstatt. Ja?
viele Männer, wenn sie pensioniert sind, die siehst du nur noch im Keller in der Werkstatt, so noch unterwegs oder mach irgendwas. Sie halten sich nicht aus. Sie müssen irgendwas machen, 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 machen. Ja, Hilfe. Das drehen sie durch, ne? Oder Sportler. Bei den meisten Sportler, die wirklich viel so Spitzenleistungssport machen und so weiter, ist mir aufgefallen, sind perfekte Wegläufer. Perfekte Wegläufer. Das ist nicht falsch. Das ist eine Strategie, die sie entwickelt haben. Sie bedienen damit irgendetwas. Meistens den Anspruch von Papa. Meistens, muss nicht. Manchmal auch den von Opa. Aber mal gucken, was sich so zeigt, die Tage jetzt. Sie bedienen damit etwas. Ja. Das ist eine Rolle, die sie entwickelt haben, um das zu bekommen, an Anerkennung, an Liebe und so weiter. Und wenn wir die Verantwortung übernehmen und bereit sind, das zu fühlen, wieder zu fühlen und dabei im Leben zu bleiben, sprich zu atmen, dann findet Transformation statt. Tiefe Transformation findet dann statt. Dann wird es leicht und das werdet ihr hier erleben, weil wir solche Arbeit hier machen. Dann wird es leichter. Und dann kann ich die innere Person verabschieden aus meinem Leben und kann diesen Auftrag, den ich damals erteilt habe, wieder zurücknehmen und kann sagen, danke, dass du mir die Jahre geholfen hast. Danke, dass du alles von mir ferngehalten hast, was mit diesem Gefühl zu tun hatte. Und das macht er gut, dieser Denker, den wir da erschaffen haben. Und dann kann man sagen, ich nehme es wieder. Ich übernehme wieder die Verantwortung selber. Ich bin bereit, wieder selber zu führen und ich treffe jetzt eine neue Entscheidung für mein Leben. Das sind die Schritte der Transformation, die vor vielen, vielen Jahren von mittlerweile auch meinem geistigen Führer Pitar der Welt geschenkt wurden. Sie sind auch Grundlage der Transformationstherapie von Robert Beetz, da findet man sie auch. Und sie sind auch Grundlage der Beziehungsarbeit, die wir hier machen. Und ich durfte diese Arbeit das erste Mal vor 15 Jahren kennenlernen. Sehr, 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 sehr spannend. Und mein Widerstand hat dafür gesorgt, dass ich es wieder abgelegt habe. Ich hätte mich viele Jahre lang, hätte ich Dinge fühlen müssen, die ich noch nicht fühlen wollte. Und dann kam die Wiederbegegnung. Und dann wurde es auch fester Bestandteil der Glücksschule, logischerweise, weil es für mich die tiefste Form der Beziehungstransformation ist, die es überhaupt gibt. Ja. Wenn wir uns Beziehungsstress anschauen, dann können wir beobachten, dass es im Beziehungsstress eigentlich niemals um wirkliche Wahrheiten geht. Es geht immer um Lügen. Wir streiten uns um Überzeugungen, wir streiten uns um also Glaubenssätze, die jeder hat. Und wir streiten uns vor allen Dingen darüber, dass der eine falsch ist oder der andere richtig oder wie auch immer. Aber eigentlich, wenn wir noch tiefer gucken, geht es immer nur um eins, um ein verletztes Gefühl. Und dieses verletzte Gefühl gehört nicht zu dem Erwachsenen, das verletzte Gefühl gehört zu dem Kind. Das heißt, wenn zwei Erwachsene sich streiten, streiten sich immer zwei Kinder. Es sind immer die Kinderthemen, die ungeheilten, verletzten Kinderthemen, um die sich gestritten wird. Und die einfachste Variante ist, das so schnell wie möglich zu durchschauen und dann zum anderen zu sagen, stopp, ab jetzt würden wir uns sowieso nur noch Lügen erzählen. Und das ist so. Also wenn wir uns streiten, wir können uns auch streiten, erzählen wir nur Scheiße. Wir reden nur Mist. Und am nächsten Tag sind wir damit beschäftigt, dem anderen zu sagen, dass das eigentlich eine Lüge war. Nur Blödsinn. Ja? Man versucht sich nur irgendwie gegenseitig, man versucht irgendwie überhand oder irgendwie noch einigermaßen oben zu bleiben. Das Ego geht in Kampf. Ja? Das kleine Kinder-Ego vor allem, ganz gruselig. Ja? Das ist total unbewusst und geht nur in Kampf. Und es geht nur darum, wie kann ich den anderen niedermachen? Kennt ihr alle. Ja? Kriegt ein Bewusstsein dafür, dass es nur die Kinder sind in uns, die verletzten, ungeheilten Kinder und dass es einen Beobachter gibt. Im letzten Seminar Stille haben wir den sehr, sehr ausgebildet, ja, der dann platziert wird und einen Raum schafft dafür, das zu beobachten, was da gerade abläuft. Das kleine Kind, das in mir durchdreht. Weil der Beobachter ist in der Lage, die Verantwortung zu übernehmen. Sagt, ah, das ist mein kleines Kind, was gerade durchdreht. Ah, du hast meinen Knopf gedrückt. Ah, danke, dass du meinen Knopf gedrückt hast, weil dieses Gefühl war schon vorher da. Das ist ganz einfach, wir werden das hier in Erfahrung bringen. Wann immer euch sowas passiert, spürt mal rein, woher ihr das Gefühl kennt. Das ist uralt. Habt ihr 100% schon mal in der Kindheit erlebt. Ja.
Und der Partner ist ausgesucht, ein auserwählter Engel sozusagen. Robert Betz sagt Arschengel dazu, ist auch ein toller Begriff, den möchte ich immer gerne übernehmen, weil er kommt einem vor wie ein Arsch, ne? Aber es ist der größte Engel, weil er hilft mir auf meinem Transformationsweg. Er hilft mir in der Tat, das wieder zu fühlen, worum es eigentlich geht. Und da wird bedeutungsvoll oder klar, wie bedeutungsvoll die Beziehung ist, weil die Beziehung einfach der Spiegel schlechthin für mich selber ist, für alles, was in mir ist. Wenn ich eine Distanzbeziehung habe beispielsweise, ja, dann habe ich eine Distanz zu mir, zu etwas in mir. Und diese Distanz würde ich ganz gerne überbrücken und deswegen habe ich so eine Distanzbeziehung. Und die habe ich so lange, bis das so weh tut, dass ich mich dem stelle und diese Distanz in mir in Heilung bringe. Und dann brauche ich auch keine Distanzbeziehung mehr. Wir haben sowas hinter uns, wir haben das erlebt. Ja, also mir hat die Distanz am Anfang extrem wehgetan. Da wurde mir, also einerseits, wir haben eine Distanzbeziehung geführt und andererseits, weil das war ich gar nicht gewohnt, und andererseits die Distanz dann von einer Frau, die absolut null funktioniert. Die nichts von dem erfüllt hat, was ich an Bedürftigkeit haben wollte. Und sobald sie gerochen hat, Bedürftigkeit, ja, und das war schön. Schrecklich. Ne? Also ich habe mir in der Tat, und das gehört, passt auch zu meinem Weg und das ist gut für diese ganze Anfangszeit, hatte ich mir meinen allergrößten Arschengel erschaffen, den man sich nur erschaffen kann. Ne? Um mich zu spüren in diesen Punkten. Und das war der weitere Weg in Sachen Beziehungstransformation für mich. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Sehr dankbar für. Heute bin ich mit mir und kann mit mir sein, mehr denn je in meinem Leben. Also ich würde fast sagen, vor der Beziehung mit Lilian war ich immer noch ein total beziehungssüchtiger Mensch. Doch richtig beziehungsabhängig, würde ich fast sagen, ja. Fühlt sich so an. Und diese Abhängigkeit ist transformiert, ist aufgelöst und das ist ein wunderbar freies Gefühl. Sehr, sehr schön. Ja. Das ist etwas, was auf dem Weg liegt dann. Ja. Ja, und wenn ich mich mit jemandem tief verbunden fühle, dann liegt es daran, dass er zutiefst mein Feld, mein unerlöstes Feld berührt. Er spielt Klavier in meinem Informationsfeld und drückt alle Knöpfe. Und wenn ich dann sage, ich fühle mich mit ihm tiefst verbunden, dann ist es eine unglaubliche Sehnsucht, mit sich selber tief verbunden zu sein und mit dem Leben und überhaupt mal wieder tief verbunden zu sein. Und dahinter steckt oftmals ein Thema, das in der Kindheit zeigt, da gab es irgendwo gar keine Verbindung. Ein Mensch, der vielleicht sogar früh in seinen ersten Jahren getrennt war von Mama oder Papa, Krankenhaus oder wie auch immer, oder Krankenhaus oder irgendetwas steckt dahinter, wo eine Verbindung gekattet ist. Und dann denkt man, weil man kennt es auch, die Illusion wird gefüttert, ja, habe ich ja schon mal gehört, es gibt so besondere Beziehungen. Es gibt nur eine besondere Beziehung, das ist die Beziehung zu mir selber. Der Rest ist die Illusion, die sich spiegelt im Außen. Dazu muss man aber erkennen, und das erkennt man, wenn man genau hinschaut, dass in der Tat alles, was sich im Außen zeigt, nur ein Spiegel ist für das, was sich gerade bei mir tut. Aber da komme ich nachher, weil das ist der Hauptteil unserer Arbeit, die wir hier machen. Also, vorhin wurde gesagt, ich habe mich so, als er mich verlassen hat, habe ich mich wie in der Wüste gefühlt. So. Und das ist so ein typisches Gefühl, wo man fragen könnte, fühl mal rein, kommt dir das bekannt vor? Geh mal in deine Kindheit zurück, wo hast du dich schon mal so gefühlt? Und wir werden 100% da den Punkt finden. Der Rest, und das können 30, 40 oder 50 Jahre sein, ist ein Resonanzspiel, eine Fernsteuerung. Könnte man jetzt erschrecken, aber Zeit ist sehr relativ. Ja. Und ich habe jeden Tag damit zu tun, dass Menschen zu mir kommen, die bei mir unten Sitzungen machen und plötzlich aus den Sitzungen herausgehen und erkennen, dass sie die letzten 50 Jahre ferngesteuert waren von einem inneren Denker, den sie selber erschaffen haben. Komplett ferngesteuert. Es wurde gesagt von, ich will wieder Frieden mit mir schließen. Ich habe so täglich unwahrscheinliches Glück und es geht mir so gut und ich kann das alles nicht annehmen und ich müsste eigentlich steckt dahinter, ich müsste mehr im Frieden sein mit mir, ich müsste mehr dankbar sein, ich müsste mehr in Liebe sein mit mir, weil das Leben verwöhnt mich ja so und so weiter. Aber
in diesem ich müsste steckt schon dieser Selbsthass drin. Ne? Nein, muss ich nicht, weil scheißegal, was das Leben mir gerade bietet, ich suche eigentlich was ganz anderes. Das, was ich alles geboten kriege vom Leben, ist gegen das, was in mir erfüllt werden möchte, nicht wirklich wertvoll, nicht wirklich wichtig. Es ist eigentlich schon die spirituelle Vorstufe zu sagen, okay, ich kapiere es. Nichts macht mich jemals glücklich. Eine tolle Einsicht. Nichts macht mich jemals glücklich. Weil es nichts im Außen geben kann, was mich glücklich macht. Das ist so, wie du stehst vor deinem Spiegelbild und sagst, jetzt mach mich mal glücklich. Das funktioniert nicht. Dieses Glücklichsein findet nur innen drin statt. Und sobald Erwartungen an das Leben gestellt werden, bin ich schon im Unglück. Sobald ich Wünsche äußere, bin ich eigentlich schon im Unglück. Ich weiß, ich habe ein Modul Vision, da geht es nur um das Thema erfolgreich wünschen. Aber es kommt auch ein bisschen darauf an, was du tust. Und wenn ich mich hinsetze und einfach nur einen Wunsch äußere, weil ich will das erfüllt haben, ist das die Tür zum Unglück. Warum? Weil ich davon ausgehe, dass ich es nicht in mir habe. Also werde ich es auf diesem Wege auch nicht bekommen. Ihr seid Götter. Und das ist das große Problem, dass die meisten es nicht wissen. Nicht annähernd wissen. Deswegen glauben sie, dass sie irgendwas von außen brauchen. Und das stimmt einfach nicht. Das ist eine Lüge. Und der Körper zeigt es euch. Schließt die Augen, spürt rein, sagt den Satz, ich brauche da was. Und ihr werdet merken, wie euer Körper sich zusammenzieht. Wir werden diese Übungen hier machen noch. Es fühlt sich falsch an, weil es auch falsch ist. Stimmt nicht. Ihr braucht gar nichts. Ihr braucht auch keinen einzigen. Das kann der Denker oder der romantische Illusionist oder die Vorstellung kommen, ja, aber, mag sein. Aber der Körper sagt, es ist eine Lüge. Und wir werden dann mit diesen Dingen hier auch arbeiten. Das ist Teil aller Module, diese Körperwahrnehmung wieder aufzubauen, speziell im Bereich Intuition, das nächste Seminar.